Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Hexenhorrors. Endlich wird es Zeit, dass ich euch wieder Hexenhochhaus vorstelle. Und zwar, das ist die alte Ausgabe von 3 Magier Spiele. Die war sehr beliebt, teilweise sehr teuer im Auktionshandel. Viele haben gefragt, Jörg, wo kriegt man das Spiel her? Wir wollen das unbedingt. Es ist so cool, so viel Spaß, hat kaum Regeln, was man bei der Alina... Was machst denn du? Liest jetzt die Anleitung? Ja. Okay. Ja, woher bekommt man das? Und jetzt bekommt ihr das Ganze wieder, und zwar Hexenhochhaus in einer neuen Auflage, in dem Fall 4 Jahre, Pegasus Spiele, ein richtig tolles Kinderspiel. Und jetzt wollen wir das natürlich euch nochmal zeigen, weil der ein oder andere sieht vielleicht das Video jetzt zum ersten Mal und denkt, oh, wenn das so gut sein muss, bleibe ich mal dran. Ja, es ist ein einfaches Kinderspiel, es macht Spaß, hat einen schönen Magneteffekt in dem Fall. Und ja, das wollen wir euch spielerisch natürlich zeigen. Autor Klaus Kriowski, 2 bis 4 Spieler. Wir zeigen es euch zu zweit in einer Gameplay-Sequenz. Und anschließend gibt es natürlich das Fazit. So, nur noch die Seite. Okay, dann erkläre ich ganz kurz noch. Wir stehen hier auf unserem Pfad. Und zwar mit der Magnetseite nach oben. Das ist ganz wichtig. Unsere Aufgabe ist es hier, diesen Weg entlang zu kommen bis zur Kugel. Dann haben wir gewonnen. Dafür gibt es einen Würfel. Ein Spieler fängt an und der würfelt. Würfelt man eine 3, ziehe ich also einfach 3 Felder normal voran. Würfel ich eine 1 mit einem Pfeil oder eine 2 mit einem Pfeil, dann gehe ich in dem Fall 2 Felder bzw. 1 Feld vor, drehe meinen oder dem eines Mitspielers um, vor oder nach meinem Zug. Würfel ich einen Besen, dann kann ich versuchen natürlich, wenn das magnetisch ist, ich habe also die richtige Seite, bis zum nächsten Besen voranzuziehen. So komme ich also schneller im Ziel und so versuche ich natürlich jetzt auch das Spiel zu gewinnen. So Alina, wer fängt an? Nur noch eine Sache. Eine Seite lesen, dann beginne ich in dem Fall. Nein, ich. Aha, okay. Das heißt, die Alina fängt an, die Würfel, wir zeigen euch ein paar Sequenzen. Es geht auch gar nicht so lang, das Spiel. Aber der Papa muss sich einiges merken. Jetzt hast du mich also wieder umgedreht. So, jetzt geht es wieder los. Das heißt, ich gehe ein Feld und drehe mich wieder um. Na, warte. Jetzt ein schönes, einfaches Kinderspiel. Aber wenn der Papa nicht aufpasst, dann macht er Fehler. Das heißt, ich muss natürlich schon aufpassen. Hast du mich jetzt gerade umgedreht oder dich? Verrate ich den. Ich glaube, du hast mich umgedreht. So, schnelles, einfaches Spielchen. So, hier denn. Oh nein, okay, du bist halt die andere Seite. Dann bin ich dran. Oh, ja, passt. Ich darf auch vor bis zum nächsten Besen. Habe ich Glück gehabt. Normalerweise versucht das die Alina. Oh, ein schnelles Spiel, was ihr merkt. Vielleicht zeigen wir euch das ganze Sequenz gleich. Oh, 1, 2, 3. Aber ich hole auf. Das hat den Kindern damals aber schon Spaß gemacht. Eins und... Okay, ich muss aufpassen. Und ist nach wie vor ein tolles Spiel. Gemein. So, macht einfach Spaß. Ein tolles Kinderspiel, wie gesagt, ab 4 Jahre. Okay. Ich komme nicht voran. Und es geht auch recht schnell. 15 Minuten Spielzeit. Hopp. Welche Seite hast denn du? Guck mal, so komme ich aber gar nicht voran. Ich möchte mal gewinnen, das Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr das Spiel gewonnen. Und wie gesagt, bei 4 Spielern natürlich. 1, 2. Danke, da bin ich wieder bei Klebseite. Magnetseite. Du bist noch nicht bei Klebseite. Bei 4 Spielern sind es halt 4 Chips in dem Fall. Du bist nicht bei Klebseite. Ist auch schön illustriert. Schwierig finde ich jetzt nur diesen Pfad, diesen Übergang. Aber das hat man mit dem hellen Fell gemacht, dass man sieht. 1, 2, 3, wo man hinlaufen muss. Aber ich hole auf. Und das ist in dem Fall das ganze Spielprinzip. Total einfach ab 4 Jahren in dem Fall. Sehr gut. So, 2. Ich muss, glaube ich, mich umdrehen. Hexenhochhaus. Hexenhochhaus. So. Okay, ist der Papa richtig rum? Jetzt muss ich mal schauen. Ja! Und der Papa führt mal. Jetzt schauen wir mal, wer ins Ziel kommt. Au, das wird ein enges Rennen. Komm, wir zeigen den Zuschauern. Sollen wir die ganze Sequenz zeigen, Alina? 1. So rum. Jetzt hätte ich es beinahe falsch gemacht. Geht auch schnell. Sieht man ja in dem Fall. Und macht Spaß. So, Moment. Ja, und zwar bis hierhin. So, und wer als erster hier bei dieser Kugel gelandet ist, der hat muss in dem Fall... gar nicht machen. Sicher? Prüf nochmal nach. Okay.
Der hat dann das Spiel gewonnen. Und ich glaube, dieses Mal ist der Papa, wo gewinnt. Es läuft bei mir. Zu zweit natürlich ganz verrückt. Jetzt, na warte. Weil man sich das natürlich nicht merken kann. Ich mach's. Jawohl. Habe ich jetzt bei dem umgedreht oder bei mir umgedreht? Oder liegt der Würfel jetzt gerade auf dem Boden oder sonst irgendwo? Da, was hast du denn jetzt gemacht? Bei mir umgedreht? Ja. 1, 2, 3. Und das zu viert natürlich noch verrückter. Besen. Ah, na. Na, netter Versuch, Alina. So. 1. So. Gut, jetzt bist du auch nicht beim Klebfeld. Weiß ich, ein Magnetfeld. So, jetzt habe ich... gleich gewonnen, hoffe ich. 1. Okay, mal schauen, ich brauche ein bisschen Glück. 1. Jetzt bist du immer noch nicht verklebt. 2. Aber ich glaube, ich habe gewonnen, weil jetzt bin ich vorne und... Nein! Nein! Jetzt darf ich aber keinen Besen mehr würfeln. Wenn ich Besen würfel, habe ich ein Problem. Jetzt aber. Jawohl, und dieses Mal hat der Papa gewonnen. Ja. Hexenhochhaus, eine Neuauflage, ihr habt gemerkt, richtig einfach. Alina, wie findest du das Spiel? Gut. Ein tolles Kinderspiel. Also wenn ihr jetzt wirklich das Spiel euch holen wollt, nutzt gerne die Links unten in der Beschreibung. Der unterstützt ihr uns. Ihr zahlt nicht mehr dafür, aber er unterstützt uns. Also ein tolles Spiel, einfache Regeln in dem Fall. Guck mal hinten drauf, weißt du, was gut ist? Schau mal auf der Rückseite. Die haben die Farbe gewählt. Ja, und weißt du, was die Farbe bedeutet? Blauer Rand bedeutet ab 4 Jahre. Vorlesen? Du kannst den Zuschauern... Hochhaus. Okay, sehr gut. Auf der Rückseite sind verschiedene Spiele auf von Deutsch. Pegasus-Spiele angezeigt und je nach Farbe sind die für ein unterschiedliches Alter. Blauer Rand bedeutet ab 4 Jahre. Aber ich glaube, das waren alle wichtigen Infos in Richtung tolles Kinderspiel. Das haben wir schon, ich weiß nicht, wie lange wir das alte schon haben. Und jetzt, wie gesagt, in einem neuen Design. Jetzt Papa, auch im Handel wieder erhältlich. Papa, ich lese drin, ob ihr die Regeln richtig dann genau, schau mal nach, weil einfache Regeln. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Aber das ist ja auch genau ein Kinderspiel. Die Kinder können da auch super alleine spielen, muss man auch mal deutlich sagen. Hat einfache Regeln. Jetzt braucht ihr die Regeln gar nicht mehr lesen, weil alles habt ihr jetzt hier gesehen in dem Spiel. Und deswegen sage ich Tschüss, macht's gut und bis bald.